schöne Sache. Mal schauen, gibt es jetzt hier einen Epilog? Ja. Und da steht da. Gu. Irgendwas. Keine Ahnung. Wo zur Hölle bin ich hier? Oh, hi. I'm sorry, I couldn't get a door for you. My legs aren't that they, what they used to be. Ist das deine Mutter oder was? Nee, ist irgendjemand. You are that writer who called earlier, right? That's right, ma'am. I was hoping you could tell me a bit about your son. He was the sweetest child. I don't know how he got mixed up in that mess. I'm sure it must have come as a shock to you. Yes, well, I noticed that he was behaving differently. He was always a bit of a loner, you see. Suddenly, he was going out to meet old friends. I never knew he had any. I didn't think much of it. A man that age shouldn't be alone at all this time. I always felt I was holding him back. He was taking care of me, you see. Did he tell you anything about what happened? I only visited him a couple of times when he was in prison. Huh, von wem ist denn die Mutter denn? He wouldn't tell me a thing about it. Said it was better if I didn't know. Do you have any idea what happened to him after he made his escape? Has he been in contact with you? I can't really talk about that now, can I? Look, I just really would like to talk to him. Well, okay, es kommt wahrscheinlich dann noch raus. If he does call, I could maybe give him your number. That way he can decide for himself if he'd like to talk to you or not. That sounds more than fair, thank you. While I'm here, I'd like to ask you if it's okay to have a look around. Oh, please do. My son's room is upstairs on the left. I've kept it just the way he left it. Okay. Das ist echt die Frage, wer ihr Sohn denn sein soll. Upstairs, just to the left. Just to the left, Moment. Der hier, ne? March 10th, March 16th. Hat er die mitgenommen? So, die Frage ist, was war jetzt an diesem 10. März und dem, ne, was? 10. und 16., ne? Sind es die Daten aus Hotline Miami? Ich weiß es gar nicht mehr. Müsste ich gucken. So. Ciao, ciao. Darf ich jetzt wieder zurück begleiten oder? Wie gesagt. Vielleicht kommt jetzt der 10. März und der 16. Das wäre interessant. 25. Oktober. Ach, in Hawaii sind wir wieder. I've been thinking. Oh yeah? Thinking about what? When I get back home, I think I want to open up a bar. Well, you do like drinking. Hey, I'm being serious. You think it's a bad idea? I used to work as a bartender. Well, what are you gonna do when we get back home? I'm a teacher, remember? I have a job when I get back. I'm sure you'd make a great bar owner though, Barnes. Was ein Name. Who wouldn't want to have a sociopathic drunk as their boss? Yeah. Fuck you too, dude. How about you, Lieutenant? Got any plans? I'm not sure. A bar sounds nice. Ich meine immer noch, das wäre der Typ aus dem ersten Teil. Anything where I won't have to carry a gun and shoot people. Maybe I'll find a little convenience store or something. Put a little TV next to the register. Just sit there all day, relaxing. Sounds like you've got it all planned out. I try not to think about it too much. Things never turn out the way you expect them to. Anyway, I'm gonna go see what's keeping the colonel. We were supposed to move out at dawn. The sun's been up for an hour now. Ja, gucken wir mal. Da, hey, was geht? Lieutenant,
I just received some good news. Looks like I might be promoted. They are considering me for Lieutenant General. Don't look too happy about it, sir. Is something troubling you? Nah. Can't you see I'm celebrating? Why wouldn't I want to be Lieutenant General? Well, besides the fact that we are gonna lose this war. On a more positive note, you and the boys are being sent back home soon. God bless. Unfortunately, we've got one more mission before that. Oh, mal gucken. The one you briefed us about last night, sir, and that's the one, charging an enemy camp with just 4 soldiers. Good thing you're an elite unit, huh? What a piece of shit mission. Nothing good about it, son. Merkst du das eigentlich? Das ist um einiges mehr Text als im ersten Teil. Das ist echt übel. You boys stay frosty this time. Don't get yourself killed for nothing, you hear? Yes, sir. Natürlich. Well, alright then. Godspeed. Alles klar. So, wo geht's hin? Da geht's hin? Alles klar. Da geht's gar nicht hin. Brauch ich eine Waffe? Aha, guck mal, was ist das denn hier? Die sieht hübsch aus, die nehme ich mit. So, auf geht's. Stronghold. So, was kann denn die Waffe? Okay. Ach, das ist so eine im Light Machine Gun, hm? Eine LMG. So. Schon wieder so gute Musik. Was ist denn da los? In den letzten Stages gab es echt ziemlich gute Musik. Ich will schon fast meine Meinung über den Soundtrack ändern, muss ich sagen. Man konnte ja auch hier Waffe wechseln. Stimmt, da war ja was. Probieren wir das einfach so mal. Ein bisschen. Okay, so viel dazu. Leck mich. Okay, das hat geklappt. Fuck! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Okay. Die Waffe ist irgendwie scheiße. Ich glaube, das nächste Mal nehme ich doch wieder die Shotgun mit. Shotgun ist einfach das Beste. Gut, wo kriege ich Munition her? Am besten gar nicht. Ja, super, super Sache. Tolle Sache spielen, echt. Ja, nice. Ich nehme die Shotgun. Big Machine Gun, also Heavy. Okay. Das geht so nicht, das sehe ich nicht ein. Im letzten Level mit dem guten Mann gab es immerhin Munition und jetzt so ein Shit. So ein Bullshit. Vor allen Dingen. Kann ich den da schnell erledigen? Den Rest, den kann ich dann einfach wegmessern. Bam. Hey. Hey, hey. Chuck. Fuck. Nein, ich wollte gar nicht. Bei dem habe ich es dann doch gemacht. Das war ja auch der Plan. Der Plan. Plan. Plan, Plan, Plan. So, du. Du stirbst. Du stirbst. Und ich sterbe. Wir sterben einfach alle. Ups. Chuck. Gab's auch einen Comic dazu, zu den ganzen Sachen, die hier in diesem Spiel passieren. Der war relativ interessant. Weil dieser Typ hier, der möchte eigentlich gar nicht im Krieg sein. Und er stellt sich vor, dass dass die Menschen hier, die er tötet, nur Flaschen von Ketchup sind. Fuck! Da hat er sich versteckt. Ist schon relativ interessant eigentlich.
die ganzen Hintergründe nochmal zu erfahren. Von den ganzen. So, komm her. Den müsste ich erschießen. Ja. Okay. Nachladen muss ich noch nicht. So, den müsste ich auch abschießen. Okay, die rechte Seite ist clear. Den müsste ich definitiv abschießen. Ich kann auch einfach so tun, als hätte ich gar keine Ahnung, was ich hier mache. Und schieße deswegen einfach mal auf alles. Wäre vielleicht auch. Wo bin ich? Nach da unten. Hier hätte ich Skill, ne? Dann wär ich gut. Glaubst du mir das? Ein bisschen sparen sollte ich dann doch noch. Bam. Kann ich da drüber schießen? Scheint so. 1, 2, 3. Wieso hat er viermal nachgeladen, wenn ich schon dreimal Munition habe? Bullshit. Okay, du bist auch tot. Kann ich die letzten zwei verschießen und nehme hier Munition. Das sind nur vier Schuss? Das ist ja ekelhaft. Das ist echt ekelhaft. Dann nehme ich nochmal mit. So. So. Was ist denn da passiert? Hm. So. Wie mache ich das? Wirklich so nicht? So nicht. Komm her. Hallo? Ja. Du auch? Schön. Schön. Gib den da hinten, den müsste. Oh. Den müsste ich auf jeden Fall erschießen. Hallo? Willst du mich verarschen? Wo hat der denn getroffen? Der kann doch gar nicht treffen, so ein Bullshit. Okay. Aber jetzt die neue Taktik, wir rennen hier einfach durch. Und chillen dann eine Runde. Hey. Dieser komische Gelbfilter ist eigenartig. Der alle paar Sekunden auftaucht. Ich weiß nicht, warum die den gewählt haben. Sieht total eigenartig aus. Würde der mich sehen? Er hätte mich fast gesehen, okay. Gib mir die Munition. Ach, er schießt trotzdem. Wie soll ich denn dann... Bullshit. Könnt mich alle mal. So ein Bullshit. Oh, der gute Double Kill. Das ist immer der gute Double Kill, weil einen schlechten Double Kill gibt's ja gar nicht. Schlecht wäre es halt, wenn man dabei sterben würde, aber dann. Ne? Wobei es ja auch Style hat. Okay, man kann doch erschießen. Ging nur irgendwie beim letzten Mal, das war ganz eigenartig. So. Ja, genau. Ich weiß direkt Bescheid. Oder auch nicht. Wo ist der letzte? Da ist der letzte, nämlich ganz übersehen. So. Ach ne, darunter, okay. So.
Vielleicht, wenn ich das schon wieder die ganze Munition verbrauchen würde. Weil erst hier links ist der nächste Munitionsbehälter. Bullshit. Okay, gut. Wo ist mein Cursor? Da ist mein Cursor. So. Hallo. Fuck! Okay, machen wir ganz anders. Wir machen das hier. Dann sterbe ich. Perfekte Taktik. Perfekte Taktik. Der gute Double Kill mal wieder. So. Ja, definitiv ein besserer Plan auf jeden Fall. Ich will doch gar nicht so viel Munition verbrauchen. So, jetzt bin ich munitionslos. Schon mal gut. Und da kommt diesmal keiner mehr. Hey, hey, hey. Check. Cursor, dann komm. Gut, knapp. Erzähl mir doch nichts. Okay, das war definitiv zu schnell. Muss doch vielleicht ein bisschen warten. Wir machen das einfach so, dass wir so warten. Warum hast du die Waffe nicht gewechselt? Was ist das denn? So. Ja. Gut. Aufkam. Schlecht. Puh, das war knapp. Nicht nur ein bisschen. Okay. Ich bin... Ich will meinen Controller wegwerfen. Wieder so knapp. Theoretisch könnte ich die aber auch wieder anlocken mit Schüssen. Warum? Ich kann da eigentlich auch durchrushen. Probieren wir das mal. Ja. Bin wieder hängen geblieben. Manchmal bleibe ich an so Kanten hängen, das ist ganz eigenartig. Hier oben war ich noch nie. Vielleicht ist das die Taktik to go. Könnte ich mir vorstellen. Mal gucken. Okay, ich probiere das mal. Oder auch nicht. Da ist auch Munition, guck mal da. Guck mal da.
Shit, von unten. Chuck. Nein, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Okay. Okay. Ich weiß, was das mit der Story allgemein zu tun hat hier in dieser Teil. Da ist irgendwie so ein bisschen abgeschnitten von den anderen Geschehnissen, muss man ja sagen. Das ist irgendwie 6 Jahre vorher. Vielleicht haben die ja 50 Blessings gegründet. Das könnte ich mir zumindest so vorstellen. Da oben ist keiner mehr, alles klar. Munition sei mir, sei mein, wie auch immer. Stirb. Das wäre zumindest eine Überlegung meinerseits. Plopp. 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 Gehen wir wieder auf die andere Seite zum Nachladen. Geh durch. Irgendwas haben sie echt nicht richtig gemacht mit der Steuerung. Stört mich schon ein bisschen. So, noch einer. Da hinten. Ganz da hinten. Ach der. Kann ich direkt nochmal. Oder auch nicht. Und dann hier. Dann klingen Autos. Suits upstairs. Have any new guests arrived? This is Mike. I'm outside greeting the VIPs. Alright, I'll come down, collect their luggage. Luggage. So, leave area, alles klar. Ach, nach oben. Outstanding work there, soldier. Thank you, sir. I wish my man were as well trained and capable as you. We've been trying to seize this enemy camp for weeks, suffered some heavy casualties. Well, I'm glad we can put this all behind us now. Yes, sir. Why don't you go back, set up camp, and get yourself some rest? Gotta go round up my men, my company, and I will join you later. Understood, sir. Jo, gut. B- ist, glaube ich, eines der besten, was ich hatte. So, aber dann eine Sniper Rifle. Schöne Sache. Ob sie mir was bringt, weiß ich nicht. We're going home after this. That's what the Colonel said. I guess that's a good cause for a celebration. Damn straight. We should see if the commies left us anything to drink. This heat is killing me. I wouldn't mind a drink myself. When do you think the Colonel will get here? I'm sure he's got a bottle or two stashed away somewhere. Might be a while, the roads around here are pretty rough. We should probably settle for some water now and catch some sleep. I'd feel a lot safer here when D-Trupp quasi, Delta. Didn't you hear? Those guys are pussies, we're better off without them. We took down this place on our own. Didn't we? Naja, eigentlich habe ich das ja alles gemacht, aber okay. Toll wäre es ja, wenn ich die anderen auch spielen könnte, aber What do we need them for, huh? I guess you're right, Barnes, but there's always safety in numbers. I'm gonna go lie down for a while, didn't get much sleep last night. Wake me up when the Colonel gets here, okay? Hübsch.